Ja, was für ein wunderschöner Psalm. Wir davon gerade gelesen haben oder wo ihr lesen konntet. Und ich bin mir fast sicher, das behaupte ich jetzt einfach mal, dass ihr an irgendeiner Stelle Jesus in diesem Psalm gefunden habt. Weil das Gigantische ist, dass er ja in jeder Zeile drinsteckt. Überall ist er zu finden. Und nicht nur in diesem einen besonderen Psalm 72, sondern in ganz, ganz vielen Psalmen ist Jesus zu finden. Und deshalb haben wir uns aufgemacht, und ihr seht es hinter mir, dich sehen, Jesus in den Psalmen. Das haben wir uns vorgenommen. Und das findet heute nicht den Abschluss, nur predigtmäßig den Abschluss, aber wir hoffen, wir haben dich so motiviert und inspiriert, dir dieses wunderbare Buch der Psalmen immer wieder zu nehmen und Jesus darin zu entdecken. Er ist dort zu finden, wie in jedem anderen Buch der Bibel. Und es ist interessant auch, dass Jesus ja selber gesagt hat, die Psalmen, die reden von mir. Und was auch so spannend ist, ist, dass Jesus kein anderes Buch des Alten Testamentes so oft zitiert hat wie die Psalmen, uns auf sich interpretiert hat. Dich sehen, da steckt ja irgendwie so eine Leidenschaft, eine Sehnsucht, ein Herzschlag drin. Und das ist genau auch, was wir bei all den Psalmisten, all den Schreibern dieser Lieder und Gebete sehen. Und ich finde es so spannend, dass das nicht einfach nur Lieder und Gebete irgendwie über Gott waren oder sind, sondern dass es Gebete und Lieder an ihn sind. An ihn mit all den Emotionen, die da drin stecken. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das alles finden wir in diesen Psalmen. Die sind so ehrlich und sie laden uns ein, total ehrlich vor Gott zu sein. Nicht irgendwas zu verbergen, uns nicht besser darzustellen, sondern wir dürfen so kommen, so sein, wie wir sind in seiner Gegenwart. Jesus in den Psalmen. Drei Stück haben wir uns da vorgenommen. Angefangen haben wir, seht ihr hinter mir, mit einem Psalm über die Schönheit von Jesus, Psalm 45. Dann, letzte Woche, ging es um Jesus als den Leidenden, der in tiefster Dunkelheit auch ist, der alles nachempfinden kann, was wir auch nachempfinden, der in unserem Leiden mit drin ist. Und heute, und das habt ihr sicherlich entdeckt beim Lesen dieses Psalms, geht es um Jesus, den König, und wie er regiert und dadurch zum Segen für die ganze Welt wird. Psalm 72. Und mir geht es manchmal so, wenn ich die Psalmen lese, dann sind da so viele, oder einen speziellen Psalm mir rausgreife und den lese, dann sind so viele spezielle, eine Fülle von Gedanken drin, dass ich manchmal, nachdem ich ihn gelesen habe, mich frage, was habe ich denn gerade überhaupt gelesen? Was nehme ich denn überhaupt mit? Ich weiß nicht, wie es dir gerade ging. Ob du so eine wunderbare, rote, klare Linie entdeckt hast und so, hatte ich ja alles klar. Mir ging es nicht so beim Lesen. Mir geht es selten so bei so einem Psalm, sondern ich muss mir da Zeit nehmen, um die unterschiedlichen Themen, die so einem Psalm ausmacht. Manchmal ist es ja so, das ist ja wie so bei einer Waschmaschine. Ja, stell dir vor, du hast aus Versehen einen roten Pulli in der weißen Wäsche. Du kannst die Waschmaschine ja nicht mehr aufmachen, aber wenn du vor der Glasscheibe sitzt, du siehst ihn immer vorbeikommen. Und so ist es bei dem Psalm auch. Themen kommen immer wieder. Und ich hab einfach mal drei Themen entdeckt in diesem Psalm, die ineinander so verwoben sind, die immer wieder kommen. Und der Psalm 72, der beschreibt, finde ich, diese drei Dinge. Erstens beschreibt er den idealen König, diesen idealen König, der regiert, und er schafft Gerechtigkeit und Frieden. Dann beschreibt er noch, wie Menschen und die ganze Natur durch den König transformiert, verändert werden, indem sich dieses Königreich ausbreitet. Und der dritte Gedankengang oder das Thema ist, dass der Psalm beschreibt, dass sein Königreich universal, boah, was für ein Wort, universal ist. Das heißt, es ist
ist nicht gebunden an Raum, an Zeit, wird nicht eingeschränkt dadurch. Und lasst uns jetzt mit der Brille von diesen drei Themensträngen doch einfach mal an diesen Psalm rangehen. Ihr kriegt den heute in unterschiedlichen Arten präsentiert. Ich nehme euch mal mit hinein und teile euch ein paar Gedanken dazu. Und lasst uns mal mit dieser Brille jetzt auf diesen Psalm schauen, der eigentlich kein Lied ist. Ja, so oft steht in dem Psalm ja zu spielen nach, das hier steht gar nichts. Und es fängt an, wie auch so ein Gebet anfängt und ist ein Gebet von Salomo. So steht es drauf, gleich am Anfang, von Salomo. Und ich habe mich jetzt mit dem Psalm wirklich intensiv beschäftigt und es ist ja ganz unterschiedlich, wie da Leute schlussfolgern. Ist es jetzt von Salomo oder ist es eigentlich von David? Weil so könnte man das auch interpretieren, dass es eigentlich für Salomo ist. Und am Ende habt ihr auch gerade gelesen, so, und jetzt enden die Psalmen oder die Gebete von David. Hey, von wem ist es denn jetzt eigentlich? Ich würde mal sagen, wir nehmen als erstes mal an, der ist von Salomo, das ist die richtige Richtung. Und am Ende erklären wir noch, warum da am Ende David kommt. Genau, also von Salomo. Und König Salomo, wenn wir da Jesus entdecken wollen, das ist ja auch so ein wunderbares Abbild oder ein Vorausbild für unseren König Jesus. Und es ist interessant, der Name Salomo, der stammt aus dem Wort Shalom. Also Frieden, Wohlergehen. Und Jesus, das wissen wir, oder vielleicht weiß es auch noch nicht, aber der wird auch als König des Friedens, als Friedefürst bezeichnet. Salomo war der Sohn von König David. Was ist Jesus? Jesus ist der Sohn von König David. Salomo wurde gesalbt, ganz am Anfang mit dem Heiligen Geist. Ach, das erinnert uns an Jesus, der wurde doch auch irgendwie am Anfang gesalbt durch den Heiligen Geist. Salomo hat einen richtig großen Tempel gebaut. Ach, Jesus baut auch einen Tempel. Mit dir und mir, mit lebendigen Steinen. Also alles sind interessante Parallelen. Interessant ist auch, dass Jesus sich mal mit Salomo vergleicht. Jesus steht mit so einer riesen Menschenmenge zusammen und irgendwie wollen die nicht so richtig an ihn glauben und fordern Zeichen und sind so ein bisschen skeptisch. Und dann in diesem Gespräch erwähnt er, dass damals eine Königin vom Süden, vom Ende der Erde hochgezogen ist, weit hin zu Salomo und von seiner Weisheit zu hören. Das erwähnt Jesus und dann sagt Jesus, und hier ist einer, der ist mehr als Salomo. Und warum konnte Jesus das sagen? Salomo war weise, Jesus ist die Weisheit. Salomo diente Gott, Jesus ist Gott. Salomo war ein König, Jesus ist der König. Wenn wir also den Psalm 72 anschauen und wir merken gleich, dass Salomo da oder er als König da an seine Grenzen kommt, dann merken wir schnell, dass dieser Psalm, der handelt weder von David noch von Salomo, er handelt von diesem großen Sohn Davids, diesem König Jesus, der hier die Erfüllung dieses Psalmgebets ist. Und Psalmgebet, so habe ich es gerade gesagt, der Psalm ist so für mich auch so ein richtiger Fürbitte-Psalm. Gerichtet von Salomo an Gott. Da heißt es nämlich von Salomo und dann hier an Gott oder Gott wird angesprochen. Und da heißt es, Gott gibt dem König Vollmacht, in deinem Namen Recht zu sprechen. Ermögliche es ihm, dem Königssohn Gerechtigkeit in deinem Sinne auszuüben. Gott, gib. Und wenn ihr den Psalm mit dieser Brille scannt, seht ihr auch, hey, da heißt es manchmal, Gott, gib ihm, er möge, er soll, es soll. Lauter Fürbitten für diesen König. Und für was wird hier gebeten? Es wird gebeten für Einsicht in Gottes Recht und für die Vollmacht,
dieses Recht auch auszuüben, auszuführen. Und genau das hat Jesus gemacht. Er wusste, was sein Vater denkt. Er wusste, was auf seinem Herzen ist. Und er sprach das, was er den Vater hat hören hat und führt es aus. Jesus hat als König, der da kam, Gott in vollkommener Weise, Gottes Gegenwart in vollkommener Weise repräsentiert. Und jetzt in diesem Psalm von Salomon, er blickt ja 1000 Jahre und mehr, blickt er in die Zukunft und redet weiter oder schreibt weiter, er, also der König, regiere als gerechter Herrscher über dein Volk und lasse die Armen und Unterdrückten zu ihrem Recht kommen. Dann heißt es weiter, möge der Friede sich über das Volk ausbreiten und selbst die Berge bedecken. Mögen die Hügel des Landes bekleidet sein mit Gerechtigkeit. Schon wieder Gerechtigkeit. Wenn es auch, je nach Übersetzung, ist direkt, steht direkt Gerechtigkeit da. In jedem der ersten 3 Verse geht es um Gerechtigkeit. Und wenn wir auch Jesus als König ansehen und das, was sein Regieren, seine Herrschaft ausmacht, dann ist das wichtigste Merkmal Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Er kümmert sich um Gerechtigkeit, um nicht um sein eigenes Wohlergehen, seine eigenen Dinge, so wie das in der Regel Könige und Herrscher getan haben und irgendwie heute noch tun. Das fand ich so interessant, so mir vorzustellen oder jetzt mich damit zu befassen, wie regiert Jesus? Und da habe ich mir überlegt, ja, wie regieren eigentlich gerade die Leute, die gewählt wurden oder auch nicht gewählt wurden in den unterschiedlichsten Ländern dieser Welt? Irgendwie wird Jesus da nicht gerade als Beispiel angesehen, aber auch nicht nur in der Politik, wie ist es in der Wirtschaft? Wie agieren denn die Wirtschaftsführer? Oder andere, die in irgendwelchen Gesellschaftsbereichen wichtige Rollen haben? Also mir, als ich den Psalm gelesen habe, in mir ist so eine Sehnsucht entstanden. Jesus, wäre schon gut, wenn du bald kommst. Und wenn du den Menschen mal hilfst in Verantwortung, wenn sie sich dich als Vorbild nehmen. Weil da steckt ja so viel auch in diesen Versen an wunderbaren, guten Nachrichten drin, dass Jesus regiert und dass er ein gerechter Herrscher ist und dass er denen Recht verschafft, die es brauchen. Und ich finde es so gut, dass wir bei ihm, weil er ans Kreuz gegangen ist und wir dadurch Gerechtigkeit empfangen haben, dass wir das nicht mehr selber tun müssen. Wir müssen nicht nach unserer eigenen Gerechtigkeit gucken. Wir müssen uns nicht irgendwie das selber verdienen und können es auch gar nicht verdienen. Was wir hier am Anfang in den ersten Versen auch sehen, dass Gerechtigkeit, dass das eine wunderbare Frucht bringt. Gerechtigkeit schafft Frieden. Schafft Frieden. Und wie sieht der Frieden konkret aus? Was tut denn der gerechte König? Und davon handeln die nächsten Verse. Da heißt es, oder der nächste Vers, der König schaffe Recht den Armen und Gebeugten im Land. Er rette die Kinder der Bedürftigen und zerschmettere ihre Unterdrücker. Es scheint, dass der König alle Menschen im Blick hat. Wirklich alle. Auch die, die wir nicht sehen, die manchmal auch nicht in unserer Gesellschaft sehen, die sich irgendwie nachts verstecken, weil sie kein Haus oder keine Bleibe haben und irgendwo leben. Die Menschen, die einsam sind irgendwo. Jeder wird von Gott gesehen. Und er macht 3 Dinge, auf die der rote Faden, der rote Pulli, der kommt nachher nochmal vorbei an Vers 12 und 14, was hier auch beschrieben wird. Der schafft Recht den Armen, rettet die Kinder der Bedürftigen, zerschmettert die Unterdrücker. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es mal, den Unterdrücker zertrete er. Das ist so wie wenn man so einer Schlange den Kopf zertritt, gell?
Also das ist mir eingefallen, so als Parallele zu Jesus. Guten Morgen, alle wieder wach? Genau, Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Und ich finde es so klasse, er zertrete den Unterdrücker, dass wir keine Angst mehr haben brauchen. Wir brauchen kein, wenn wir von Jesus befreit wurden und gerecht gemacht wurden, dann brauchen wir keine Angst haben mehr für irgendjemanden, auch nicht vom Unterdrücker. Wie war oder ist die Reaktion von Menschen, die das alles erleben? Davon handelt der nächste Vers und da heißt es, möge dir Ehrfurcht entgegengebracht werden. Und zwar solange die Sonne scheint und der Mond für uns leuchtet, jetzt und in allen künftigen Generationen, möge dir Ehrfurcht entgegengebracht werden. Ehrfurcht ist nicht Angst. Ehrfurcht ist unsere natürliche Antwort auf das Entdecken und Wahrnehmen und Erleben, wer Gott ist. Er ist gerecht und heilig und treu und barmherzig und mächtig und gut. Und unsere Antwort auf dieses Entdecken ist, dass wir staunen, dass wir ihn bewundern, dass wir fasziniert von ihm sind und dass wir sagen, ich möchte seinen Willen tun, möchte es tun, was auf seinem Herzen ist. Das ist Ehrfurcht und keine Angst. Wisst ihr, wenn wir Jesus anschauen, größer geht nicht. Ich meine, Superlative, gell? Aber größer geht nicht als Jesus. Selbst bei der Geburt heißt es schon über ihn und ihr kennt es, so die Weihnachtsstory. Er wird groß sein, so wird es der Maria gesagt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters Davids geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Zeitlich niemals aufhören. Und dann heißt es weiter, dass der Jesus das bringt, was die Erde und die Menschen, was denen fehlt. Hört mal her, wie das so super in dem von Salomon beschrieben ist. Da heißt es, der König sei für unser Land, für unser ganzes Land, sei der so wohltuend wie Regen, der auf frisch gemähte Wiesen niederfällt. Wie lang ersehnte Schauer, die dem Erdboden Wasser geben. In seinen Tagen sollen alle aufblühen. In seinen Tagen sollen alle aufblühen, die nach Gottes Willen leben. Und dann heißt es weiter, Frieden in Fülle breite sich so lange aus, bis der Mond nicht mehr leuchtet. Ich finde es so ein unglaubliches Bild, wie diese Wohltun wie Regen. Regenschauer, der lang ersehnt ist. Und ich kann mich da, ich meine, wenn man da, wird es schwierig, da rauszugucken, aber man sieht ja dann irgendwie, wenn mal so Gras so gemäht ist dann und noch diese Stoppel stehen, die Chancen sind hoch, dass es ziemlich schnell austrocknet. Und hier sagt Salomo, die Chancen sind gleich null, dass es austrocknet, weil der Regen kommt. Und das, was trocken ist, das wird wieder befeuchtet werden. Es wird eine Sache nicht mehr passieren, es wird keine Dürren und Wassermangel mehr zu finden sein. Landschaften werden aufblühen. Doch nicht nur Landschaften werden aufblühen. In seinen Tagen, das heißt, wenn Jesus regiert, und das ist heute, heute, da heißt es, werden alle Gerechten aufblühen. Wir dürfen aufblühen, weil er uns das schenkt. Und es wird, und der Frieden wird kein Ende haben. Er breitet sich aus in uns und in diesem ganzen Land. In allen Dimensionen des Lebens darf Frieden einziehen. Und das ist so ein wunderbares Bild, oder? Dass die Welt sich zum Guten verändern wird.
das, was wir hier finden, die Welt wird sich zum Guten verändern. Es ist ein kontinuierlicher Prozess bis dahin, dass Jesus wiederkommen wird eines Tages und alles neu machen wird hier unter uns. Und während Jesus das macht, diese Welt hier dabei ist zu verändern, ich kann euch sagen, das wird wahrgenommen. Es geht nicht spurlos an den Menschen vorbei. Nicht spurlos an denen vorbei, die regieren. Da heißt es nämlich im nächsten Vers, da heißt es weiter, die Könige, der König herrsche über alle Länder. Und dann, ich habe euch das mal nur kurz da die wichtigsten Punkte genannt. Der herrscht über alle Länder. Und dann wird vom Euphratstrom und von den Menschen in den Steppengebieten gesprochen. Dann wird der König von Tarsis und von den Inseln erwähnt. Und dann werden noch die Königin von Saba und Seba erwähnt, ihren Tribut entrichten. Und heißt es am Ende, alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen und alle Völker vor ihm dienen. Und was dieser Abschnitt hier in dem Psalm macht, ist einfach nur beschreiben, wie weit seine Herrschaft geht. Dass sie eigentlich keine Grenzen hat. Euphratstrom im Osten und Tarsis, das ist in Südspanien, wenn ihr Urlaubtipps braucht, Südspanien, da Inseln. Und die Königin von Saba, das ist heute im Jemen. Und wer nach Afrika will, der geht zu Seba, die kommt nämlich daher. Alles. Und es sind auch alle Schichten von Menschen dabei. Die Leute, die in den Steppen wohnen, die Nomaden in ihren Zelten, die nirgendwo dazugehören wollen. Und die in ihren Palästen. Alle. Alle Könige, alle Völker, alle Menschen gehören dazu. Es gibt keinen Bereich, der nicht unter seiner Herrschaft steht oder der sich entziehen kann. Das, was der Psalm sagt, seine Herrschaft durchdringt alles und jeden. Sie ist universal. Und dann weiter in den Versen 12 und 14, da geht es dann um den Grund, warum seine Herrschaft so wunderbar angenommen wird und warum Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Und dieser Abschnitt wird eingeleitet mit denn. Denn es ist nicht seine Macht, nicht seine Pracht, nicht seine Intelligenz, nicht seine Weisheit, nicht seine Truppenstärke, seine Paläste, seine Stadtmauern, sein Luxus oder für was alles Könige berühmt sein könnten. Der Grund für seine Herrschaft und für die Ehrfurcht vor ihm ist seine barmherzige und gnädige Liebe. Denn er wird zum Retter für die Bedürftigen. Die um Hilfe rufen. Für Menschen, die leiden und keinen Beistand haben. Er wird sich über Schwache und Bedürftige erbarmen und zum Lebensretter werden für Menschen in Not. Aus Unterdrückung und Gewalt wird er sie erlösen, denn ihr Leben ist kostbar in seinen Augen. Und jetzt könntest du vielleicht da sitzen und fragen, ist dieses Angebot an allen Menschen von allen Völkern irgendwie nur eine nette Theorie, ein netter Wunsch oder ist es Wirklichkeit? Ist es Wirklichkeit? Und ich finde es so schön, dass wir bei Jesus sehen, wie das, was 1000 Jahre vorher beschrieben wird, wie es Realität wurde. Ich habe euch mal ein paar Sachen mitgebracht. Könnt ihr gerne nachlesen. Jesus macht es wirklich. Die Bedürftigen, die um Hilfe rufen. Und mir ist dieser blinde Bartimäus eingefallen, der gerufen hat, Jesus, Jesus, erbarme dich. Menschen, die leiden und keinen Beistand haben. Und mir ist dieser Gelähmte eingefallen, der in dem Teich Bethesda seit über 30 Jahren oder seit Geburt gelegen ist. Und ab und zu hat das Wasser sich bewegt. Und wer als erstes drin war, wurde geheilt. Und er lag da und er hatte niemanden. Niemanden, der ihm hilft, in diesen Teich zu kommen, ohne Beistand. Und Jesus ging zu diesem Teich Bethesda, ging zu ihm hin, hat ihn erlöst. Erbarmen über Schwache und Bedürftige.
Mir sind die vielen Aussätzigen eingefallen. Oder auch die Samariterin am Jakobsbrunnen, die sich nur getraut hat, in der Mittagshitze hinzugehen, weil sie so sich verstoßen gefühlt hat. Und dort begegnet sie ihrem König. Lebensretter für Menschen in Not. Da fallen mir ja viele ein. Mir ist gleich die Ehebrecherin eingefallen. Die war richtig in Not. Die war nämlich umgeben von Pharisäern und Schriftgelehrten, die alle Steine in der Hand hatten und sie steinigen wollte. Die war in Not. Und Jesus kommt und hilft ihr. Aus Unterdrückung und Gewalt wird er sie erlösen. Ach, das ist mir auch eine richtig coole Story eingefallen. Da war nämlich ein Junge besessen von einem Dämon und Jesus setzt ihn frei. Also alles so ein paar Brücken von diesem Psalm hin zu Jesus. Und wir merken, Jesus hat gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Irgendwie scheint es zu stimmen, was er behauptet hat. Der Geist des Herrn ist auf mir, um den Menschen zu helfen, um Lahme wieder gehen zu machen, Blinde sehend und Gefangene wieder freizusetzen. Und das ist schön, dass wir das erleben dürfen, dass sich Gerechtigkeit und Frieden ausbreitet. Und jetzt ist eins wichtig. Das alles, was ich euch gerade auch an Beispielen erzählt habe, das war nicht einfach nur damals für andere. Es war nicht nur damals für andere. Es ist heute für dich, für mich und für uns. Jesus will genau das auch tun. Weil du ihm auch kostbar bist. Das ist die Botschaft, die wir da in diesen Versen sehen. Und wir sind eingeladen, weil wir so einen gigantischen König haben mit all diesen Menschen, mit Bartimäus und der Ehebrecherin und der Frau am Jakobsbrunnen und allen Menschen, die Jesus berührt hat und berührt hat in den letzten 2000 Jahren. Wir sind eingeladen, diesen König genau so zu preisen, wie es hier weiter heißt und sagen, lange lebe der König. Lange lebe der König. Möge er beschenkt werden mit feinstem Gold aus Saba. Möge man beständig für ihn beten und ihn segnen alle Zeit. Lang lebe der König. Irgendwann war er ja mal gestorben. Sagt Jesus selber von sich. Ich war tot. Aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Lang lebe der König. Und wisst ihr, ich finde es so spannend, gell, am Kreuz, wie er verachtet wurde. Von allen. Und wie er durch die Auferstehung erhöht wurde. Und ihm jetzt Wertschätzung entgegengebracht wird. Wertschätzung mit Gold. Das Wertvollste der Schöpfung geben wir dir, dir gehört alles. Mit Gebeten. Wir beten für ihn. Sagen, wir wollen nicht, dass deine Herrschaft aufhört. Und wir segnen, wir sprechen Gutes über ihm aus. Und dann geht's weiter in Vers 16, der redet davon noch, dass es keinen Mangel mehr gibt, sondern Überfluss, dass Menschen und Städte aufblühen, ihr habt es gelesen. Vers 17 betont nochmal, dass alles vom König abhängt. Und das, was wir merken, wenn wir diesen Psalm lesen, dass alles, was in diesem Psalm verheißen wird, sich in Jesus erfüllt hat und erfüllen wird. Was auch immer Gott an Zusagen gemacht hat, in Jesus finden sie alle ihre Erfüllung. Und dann endet dieser Psalm plötzlich mit so Lobpreis und Gepriesen und man nennt es theologisch Doxologie. Und genau genommen endet eigentlich nicht nur der Psalm. Genau genommen endet eigentlich eine ganze Gruppe von Psalmen von Vers 42 bis 72, die so ein Psalmbuch bilden. Ja, analog zu den 5 Büchern Mose sind die Psalmen auch in 5 Bücher eingeteilt. Und jedes dieser Bücher endet mit Lobpreis. Und ich finde es spannend, wenn wir dieses zweite Psalmbuch, das hier mit diesem Psalm endet, angucken und ihr mal das zweite Buch Mose anguckt.
wie die Parallelen sind. Im Ende des zweiten Buches Mose, wisst ihr, was passiert? Da kommt Gottes Herrlichkeit in die Stiftshütte. Was passiert am Ende des zweiten Psalmbuchs? Es wird beschrieben, wie die Herrlichkeit Gottes die ganze Erde erfüllt. Hammerparallelen. Und dann lautet es ganz am Ende, hier enden die Gebete Davids, des Sohnes von Isais. Das denkst du, hä, enden die Gebete Davids? Aber wenn ich weiterblätter, dann lese ich doch irgendwie Psalm von David. Wie kann das sein? Es geht weiter. Die Psalme von David, aber die Gebete, alle Gebete Davids sind mit dem Kommen des Königs erfüllt. Und genau das möchte dieser Vers ausdrücken. Und apropos Ehrfurcht, das finde ich auch spannend. David nannte sich hier nicht mehr König. Er nannte sich der Sohn Isais. David wusste, jetzt ist es gut, einen Schritt zurückzutreten. Einen Schritt zurückzutreten, weil es nicht mehr um mich geht, sondern um den König und den Messias. Warum? David hatte etwas gesehen. Aber nicht nur er. Sein Sohn Salomo hat etwas gesehen. Meine Frage an dich ist, was siehst du? Was siehst du in und durch diesen Psalm? Und ich möchte dich jetzt einladen, in einer dritten Art und Weise diesen Psalm wahrzunehmen. Und zwar möchten wir dich einladen, Jesus in diesen Psalmen zu sehen und zu hören über eine Improvisation. Der Thomas wird jetzt ein paar Verse herausgreifen aus diesem Psalm und sie lesen. Und Adelheid, seine Frau, die wird diese Verse mit der Geige improvisieren. Nimm das einfach mal wahr, was hier formuliert, was hier improvisiert wird, und entdecke Jesus darin. Ja, und weil das eine andere Übersetzung ist, steht hier im Vers 1 für Salomo. O Gott, gib deine Rechtssprüche dem König und deine Gerechtigkeit dem Königssohn. Damit er dein Volk richte mit Gerechtigkeit und deine Elenden nach dem Recht. Lass die Berge dem Volk Frieden spenden und auch die Hügel durch Gerechtigkeit. Er schaffe den Elenden des Volkes Recht, er helfe den Kindern der Armen und zertrete den Gewalttätigen.
So wird man dich fürchten, solange die Sonne besteht und der Mond von Geschlecht zu Geschlecht. Er wird herabkommen wie Regen auf die Aue, wie Regenschauer, die das Land bewässern. In seinen Tagen wird der Gerechte blühen und Fülle von Frieden wird sein, bis der Mond nicht mehr ist. Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Vor ihm werden sich die Wüstenvölker beugen und seine Feinde werden Staub lecken. Die Könige von Tarsis und von den Inseln werden Gaben bringen. Die Könige von Saba und Seba werden Tribut entrichten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen. Alle Heidenvölker werden ihm dienen. Denn er wird den Arm retten, wenn er um Hilfe schreit, und den Elenden, der keinen Helfer hat. Über den Geringen und Armen wird er sich erbarmen und die Seelen der Armen retten. Er wird ihre Seele erlösen aus Bedrückung und Gewalt.
Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels, der allein Wunder tut. Ja, gepriesen sei sein herrlicher Name ewiglich, und die ganze Erde sei erfüllt von seiner Herrlichkeit. Amen, ja, Amen. Danke, Herr. Und während wir applaudieren, da applaudieren wir dir, Jesus. Lang lebe der König. Was für ein wunderbarer Herrscher bist du. Und danke, dass du uns einlädst, Teil von deinem Volk zu sein. Du zwingst dich nicht auf, du drückst dich nicht in unser Leben rein, sondern du lädst uns ein, dir zu folgen. Danke, dass wir Teil sein dürfen von deinem Reich und dass wir erleben dürfen, was dieser Psalm beschreibt. Danke für Freisetzung, für Errettung, dass du uns immer wieder hilfst und Beistand bist, dass wir erleben dürfen, wie wir aufblühen in unserem Leben. Danke für die Sicherheit und den Schutz, den du uns gibst, Herr. Und danke, dass wir um uns herum einfach sehen dürfen, wie sich Friede in uns und durch uns ausbreitet und deine Liebe unsere Familien, unsere Häuser, unsere Nachbarschaften, unsere Arbeitsplätze füllt. Du bist ein wunderbarer Gott. Und Jesus, ich möchte dich wirklich widerspiegeln. Wenn ich das so alles lese, ich möchte dich widerspiegeln und diese Art Gerechtigkeit und Frieden, deine Gnade. Danke, dass du uns da befähigst, Herr. Und wir wollen jetzt einstimmen noch in den Lobpreis mit Generationen vor uns, die dir zugesungen haben. Du bist ein wunderbarer Gott, ein heiliger Gott. Dir gebührt all unsere Ehre.